Wäre ja nicht das erste Mal. Ich glaube, die roten Teile heißt, wir können abgeben, oder? Oh, guck dir mal der Karawane. Eine Karawane fährt fort. Ich glaube, die hängt eher, oder? Ja, weiß ich auch. Glaubt mir denn niemand? Es soll euer Schaden nicht sein. Ich komme gleich da hoch. Moment. Ich muss nur einen Weg wiederfinden. Nicht alle Quests sind automatisch fertig. Ach, das war auf die Frage. Okay. Dass die Roten mit abgeben. Okay. Ja, ja, war mir schon klar, dass dann nicht alle. Das hattest du ja auch schon gesagt. Dass nur die meisten dann fertig sind. Da haben wir die Gurgensen da hoch. Da ging es nicht hoch. Irgendwo da geht's doch rein, bin ich denn jetzt? Doch hier. Tatsächlich, hier. Also, du kannst ja auch noch weiter vorweg stehen, oder? Ich muss euch etwas erzählen. Ich denke, ich weiß, was mit meinem Sohn geschehen ist. Das klingt, als stecktest du in Schwierigkeiten. Lässt du dir schon wieder andere Leute Probleme aufschwatzen? Du bist unverbesserlich, was soll's. Wir lieben dich trotzdem. Du würdest Leute in Not doch auch nicht im Stich lassen. Komm schon, lass uns wenigstens hören, worum es geht. Jemand hat einen Teil seiner Ausrüstung gefunden. Als ich das sah, war mir klar, dass er tot sein muss. Und ich kann nicht mal seine Überreste Bionis anvertrauen. Ich wünschte, ich wüsste, wie weit er gekommen ist. Wahrscheinlich liegt irgendwo da draußen der Rest seiner Sachen. Ich suche nach dem Zeug, kein Problem. Ach, jetzt auf einmal, Rain? Hm, versprichst du mir das? Sehe ich so aus, als ob ich Witze machen würde? Ich glaube, das ist wirklich eine Frau, oder? Es ist schön zu sehen, dass es noch anständige junge Leute gibt. Du erinnerst mich sehr an meinen Sohn. Mein Sohn wollte zum Kopf von Bionis reisen. Törichter Junge. Ich habe keine Ahnung, wie weit er gekommen ist. Es wäre schön, wenn ihr mir seine Habseligkeiten bringen würdet. Finde die Rüstung, finde das Gewehr, finde das Messer von Cheryls Sohn. 4.500 Gold und 1.500 EP sowie eine Bombenlanze. Ich danke euch vielmals. Das Schicksal meines Sohnes zu akzeptieren fällt mir nicht leicht. Aber dank eurer Hilfe kann ich nun wieder nach vorne schauen. Gebt Acht auf eure Reise. Gut, wir kümmern uns drum. Endlich ein paar Tauschpartner. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ist das Männlein, ist das Weiblein? Ich habe keine Ahnung. Kleine Schuppe, nur eine braune. Lass mal googeln. Oh, ich glaube, der ist weiblich. Die hat einen klitzekleinen Vorbau. So, irgendwo da. Hinten müssen wir noch und da unten kriegen wir noch eine. Ich komme hier natürlich nicht. Doch, komme ich. Okay. Alley-oop, jetzt auf einmal kommst du da auch runter. Sonst musst du 2 Kilometer außen rumlaufen, du Pfeife. Alter. Hä? Die verarschen mich doch. Ah, das Ding war das hier. Hey, da gibt's nix. Ach, da hinten steht er. Hello.
Wie? Das Feldwebelchen will, dass ich zurückkomme? Was für eine Versagerin, kann sie mich nicht selbst zurückholen? Ach, ich will euch nicht noch mehr Umstände machen. Bin unterwegs. Das würde ich dir auch geraten haben. Mission aktualisiert. Jetzt muss ich wieder da hochlaufen, oder? Sonst gibt's hier nichts, glaub nicht. So, genau, irgendwo da drüben. Mach mal halt ein hin und her und tralala und wo ist er denn? Und da. Da ist er doch. Giorgio, bäh, das schmeckt furchtbar. Wenn es so weitergeht, wird mein berühmtes Curry bald berüchtigt. Das hört sich nicht gut an. Nein, gar nicht gut. Oh, hat er Herz hinkriegt. Es geht um Leben oder Tod, meine Freunde. Die wichtigsten Zutaten für mein Curry sind Tanzäpfel. Nur sie geben dem Curry den richtigen Geschmack. Ey, könntet ihr mal aufhören, ständig von Fressen zu reden? Ich habe Kohldampf. Leider habe ich kaum noch Äpfel auf Lager. Und ich kann hier nicht weg, um neue zu besorgen. Aber du kannst nicht einfach aufhören, dein Curry zu kochen. Ohne dein Curry bin ich total aufgeschmissen. Vor allem ohne deine kostenlosen Nachschläge. Du magst mein Curry, das freut mich. Würde dir mir denn bei meinem kleinen Problem helfen? Ich werde mich auch erkenntlich zeigen. Sammle 5 Tanzäpfel in der Region von Kolonie 9. Mache wahr, haben wir schon. Ihr würdet euch darum kümmern? Vielen Dank, ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Gut, wir kümmern uns drum. Schalk und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Wir packen das, darauf kannst du dich verlassen. Auf geht's, Rain. Hey. Ihr habt sie, wirklich? Oh, ich danke euch. Und ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eben den letzten meiner Tanzäpfel in den Topf geworfen. Ihr habt mir mein Geschäft gerettet. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Kommt vorbei, wann immer ihr Hunger auf Curry verspürt. Euer Essen geht aufs Haus. Das hätte er nicht sagen dürfen. Nein, nein. Hätte er nicht sagen dürfen. Die Currybude von Kolonie 9 wird ihren guten Ruf behalten. Karawanenstulpen. Nimba. Dann gucken wir doch gleich mal. Stulpen. Ach du Scheiße. Bodenstulpen. So, der Rest war schlechter. Ich muss noch rausfinden, was das mit was das mit dem Gewicht auf sich hat. Ich meine, das Gewicht wird sich hier nicht umsonst geben, das hat sicher eine Bedeutung. So, was haben wir denn hier? Ach, bei ihm können wir die Waffe gar nicht wechseln mehr. Okay. Er hat jetzt das Monado und das ist so. Autoangriff Max. Crit Rate plus 3. Alter. Ich würde doch sagen, wir nehmen die. Ja, aber mal kriegt er mal KP und erhöht physische Abwehr. Erhöht Stärke. Für was auch immer Agilität hier gut ist. Erhöht Ätherkraft. Den hat er schon. Das finde ich immer verwirrend, dass die hier auch angezeigt werden.
Ja, komm, kriegst du mal Abwehr rein. So, was haben wir denn hier? Da habe ich gerade geguckt. So, 14, 14. So, was haben wir hier? Leichte Schuhe, Botschafterschuhe. Ah, typisch schwer. Okay, die kann er noch nicht. Darum. Die wäre natürlich am besten, ne? Ziehen wir ihn mal wieder an. Agilität ist ja auch bei Chance und Trefferschanz. Ah. Finde ich immer schade, dass es dafür keine Erklärungen gibt oder ich zu blöd bin, sie zu finden. Also ich würde mir sowas hier ganz gerne einblenden, weil ich brauche da halt ein Dreiviertel des Spiels, bis ich das irgendwann mal intus habe. Typus Mittel, was hat denn er gerade an? Leicht. Typus Mittel. Plus 7, plus 6. Sind die aber besser. So, was haben wir denn hier? Physische Abwehr. Stärke. Stärke um 20 stehen, hauen wir da rein. Allmählich habe ich hier, ja. Giftschutz. Nee. Tempo. Tempo. Da wollte ich hin. Ich will mehr Tempo haben. Ja, da haben wir Agi rein, komm. Nein, ich wollte hier... Tempo 10%. Sind ja zum Glück nur eine Handvoll Werte. Ja, ich brauche da trotzdem ewig. So, Koloniestil. Ah. Wir machen mal so. Warum kriege ich die hier nicht? Oberkörper frei, okay. So, was haben wir denn für ein Höschen? Aber es gibt auf jeden Fall, ja. Und Schuhe. Alter, was hast denn du da für Badelatschen an? Mittlerer Stil 3. Und da, oh, Alter. Physische Fähigkeiten sind die roten, die normalen Schadensdinger. Ja, ja. Stärke ist für Schaden der Autoangriffe und für physische Fähigkeiten. Physische Fähigkeiten sind die roten, die normalen Schadensdinger. Ja, ja. So, habe ich jetzt alle weg? Immer noch nicht, Alter. Jetzt aber. Oh. Ich mag die Pünktchen da nicht. Sorry, aber da müsste er durch. Er hat gar nicht so viele. Oh, hier hat er mehr.
Irgendwo da unten, da Mann. Ich bin da penibel. So. Oh, speichern wir noch mal ein Ründchen. Aber da, das war einmal zu viel. So, lass mal googeln. Warum habe ich denn jetzt die ganzen Questdinger hier nicht mehr drauf? Da haben wir noch einen. Ich muss wieder da hochlaufen. Dann laufen wir da hoch. Dann müssen wir mal Quests googeln. Was wir da noch haben. Also holen kann ich hier gerade keine mehr. Doch, da unten kann ich noch einen holen. Ja, da können wir danach gleich runterlaufen, dann hier. Gerade durchschießen. Ja, und Äther ist dann immer ist hier quasi für magischen Schaden, nenne ich es jetzt mal. Überall anders, da heißt es Magie, hier heißt halt Äther. Wenn ich da oben so gucke, ne, in der OBS-Vorschau, das sieht sich schon geil aus. Ist halt ein Doppelbitter ne, da oben. Wie könnte es aussehen und wie sieht es bei mir aus? Achso, die muss ich gar nicht darüber, muss ich. Ach, da steht. Wo steht sie denn jetzt? Da steht sie. Älter sind die blauen, meistens Heilung, Buffs und sowas, ja. Oh, hi. Gut gemacht. Ihr habt mir eine große Hilfe. Miller hat seine Lektion gelernt und Besserung versprochen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, wer sagt's denn, das war die Mühe doch wert? Bis jetzt hat mir mein Pech immer meine Pläne vereitelt. Doch nun kann ich endlich wieder frohen Mutes vorwärts blicken. Ich danke euch. Echt jetzt und sowas für ein Feldwebel? Missionsbelohnung. Gefärbtes Top, gefärbte Hose, gefärbte Pantoffeln. Miller hat sich gewandelt und arbeitet jetzt hart. So einfach geht es. Nehmen wir. Oh. Oh, hi. Ihr schon wieder? Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eine Aufgabe für euch. Hey, yo, Scoppy, BB. Oder war ich im Lurk? Ja, immer nur dran. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eine Aufgabe für euch. Worum geht es denn diesmal? In der Tefra-Höhle gibt es ein kleines Windflederproblem. Die Biester vermehren sich wie verrückt. Doch niemand bei uns will sich um dieses Problem kümmern. Ich habe beschlossen, etwas dagegen zu tun. Meine Einheit wird sich dieses Problems annehmen. Doch allein werden Miller und ich nicht viel ausrichten können. Auch deine Einheit seien zwei Leute? Was ist das für eine Einheit? Ich hatte gehofft, dass ihr uns vielleicht helfen könnt. Seht zu, dass ihr fünf davon eliminiert. Kann ich auf euch zählen? Du bittest uns schon wieder um Hilfe. Na, solange du nicht behauptest, du hättest alles allein gemacht. Keine Sorge, ich stelle sicher, dass alle erfahren, dass ihr uns geholfen habt. Sollte das nicht reichen, werde ich euch ein Essen spendieren. Dann könnt ihr euch mal richtig schön den Bauch vollschlagen. Ja, da ist Rain sofort dabei, ne? 5 Windfleder in der Tefra-Höhle. Machen wir irgendwann. Danke, Miller und ich werden uns um die anderen Orte kümmern. Eure Aufgabe sind nur die Windflieder in der Kaverne von Tefra. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Die zweite Sim werden immer dicker. Genau, das wollte ich gerade gucken. Hier, da. Ja, so dolle dicke sind die. Aber immer noch nicht. Na gut.
Er kümmert sich darum, die Arbeit auf dich abzuwälzen. Ja, ja, genau. So. Wir kürzen das jetzt mal ganz kurz ein bisschen ab. Muss ich denn jetzt hin? Na dann. Wie komme ich denn da jetzt hinter? Ah, da war das, okay. Ich faulenze doch nicht. Die Mechon greifen doch auch aus der Luft an, oder? Na eben. Deshalb gucke ich in die Luft. Ich halte hier quasi Wache. Na gut, ihr habt mich erwischt. Das war bloß eine Ausrede. Ja, fast hätte es geklappt. Ich hätte ihm abgekauft. Sag mal. Hier war doch gerade nur eine Quest. Alter, willst du mich verarschen? Ha! Nira, Nira, was? Nira, Nira, so allein? Will Freund zum Spielen, aber so wenig Noppon hier. Das klingt, als stecktest du in Schwierigkeiten. Wo liegt denn das Problem? Keine Angst, wir beißen nicht. Kann Nira, Nira dir was sagen? Hier ist ein Homsjunge, heißt Lukas. Nira, Nira will Freund mit ihm sein. Dann geh doch einfach zu ihm und frag, ob er spielen will. Nira, Nira hat zu viel Angst. Das sehe ich und das eben war mein Versuch, dir Mut zu machen. Aber was soll's, vielleicht können wir ihr helfen. Nira Nira hat Brief geschrieben, muss nur gebracht werden. Aber Nira Nira hat zu viel Angst. Bitte, kannst du für mich bringen? Mach aber. Nira Nira wird warten. Gut, wir kümmern uns drum. Was hast du geklaut, Scorpi? Nicht Brief lesen. Nira Niras Brief. Jetzt bin ich neugierig. Items. Alles normal gesockelt, veregelt, das ist schon mal falsch. So, hier. Zuletzt erhalten. Technikbücher. Technikbücher? Nira Niras Brief. Du kannst dieses Item nicht wegschmeißen. Ich will das nicht wegschmeißen. Ich will das lesen, du blödes Vieh. Boah. Also. Was wollt ihr denn von mir? Scorpi will dich beißen. Ein Brief? Von wem? Nira Nira? Na gut, ich lese ihn. Die Quest? Was? Er fragt, ob ich sein Freund werden will. Natürlich will ich das. Ich wollte ja immer schon mit einem Noppon befreundet sein. Oh du, Lukas, pass mal auf, ja? Also Noppon, muss ich euch erklären? Die sind ganz schwierig. Vor allem, wenn sie, ich weiß seinen Namen nicht mehr, und eine Blade haben, eine künstliche, die Poppy heißt. Sag mal, Kelly, wie hieß der nochmal? Da musst du ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn es um Geld geht, Spaß, Kasse. Komm, wir tauschen. Steife Saar. Komm, das ist ein kleiner Junge, oder? Kann ich hier sortieren? Ja, nö. Sortierung rückgängig. Komm, kriegst ein süßes Wasabi. Boah, toll! Dafür kriegt ihr ein extra Geschenk. Hasid-Eisen, na, guckst du mal. Tschüss! Tschüss! Neue Harmonie-Infos. Alter, ist der, So.
Oh, die zwei können sich ja auch nicht. Unzufrieden, unzufrieden. Warum sind die unzufrieden? Hä? Ja, Verfolgung. Achso, dann kann ich hier nichts anderes mehr anwählen, oder was? Da bin ich jetzt mal kurz neugierig. Lukas hat Brief gelesen. Lukas, so nett. Und ihr auch. Habt mir dann wieder geholfen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Vielen Dank. Nira geht jetzt spielen. Viel Spaß. Tora, genau, Sonnenblümchen, Hallöchen. Hat Ben so ein Geld geht, Tora? Nö. Tora ist schwierig. Er ist süß, aber schwierig. Na, Sonnenblümchen, wie geht's dir? Nira hat endlich einen Holmes kennengelernt. Hoffentlich werden sie gute Freunde. Ein Blockwächter. Alter, da komm ich schon mit dem Ausrüsten nicht mehr nach. Nö. Also da ist der auf jeden Fall besser. Lass mal da oben ist die. Wenn ich lügen würde, was ich nicht kann, total gut. Oh, so schlimm bleibt. Was los? Wie geht's eigentlich deiner Wunde? Da mit deinem, mit deiner Begegnung der dritten Art der Scherbe und so. Oh, hi. Habt ihr vergessen, was zu tun ist? Ihr sollt die Windfleder in der Kaverne von Tephra dezimieren. Meine Einheit wird sich dicht hinter euch halten. Ja, toll. Nein, das war richtig. Wunder geht's gut, na immerhin etwas. So, wo wollte ich denn genau? Harmoniediagramm. Versteh das nicht. Nein, du sollst da... Ich will nicht da reingehen, ich will die... So. Wer ist das? Emily Lesser. Ach, Emily und Miller, die sind nicht so dicke wohl. Ja, okay.